Franz Josef, Franjo, Poth, geboren am 20. Juli 1969, ist ein berühmter deutscher Geschäftsmann. Seine Karriere ist seit 2004 weithin bekannt, als er die deutsche Entertainerin Verona Feldbusch heiratete. Allerdings waren Franjo Poths Leben und Karriere voller Schmerzen und Schwierigkeiten, die er stets zu verbergen versuchte. Franjo Poths Leben war von vielen großen Ereignissen geprägt, insbesondere als sein Unternehmen Maxfield GmbH aufgrund hoher Schulden Anfang 2008 Insolvenz anmelden musste. Diese Insolvenz führte dazu, dass 27 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren und 461 Gläubiger von seinem Unternehmen eine Zahlung von insgesamt 27 Millionen Euro forderten. Diese Finanzkrise verursachte für Franjo großen Druck und Leid, da er mit enormen finanziellen Verpflichtungen konfrontiert war und Schwierigkeiten hatte, mit Banken über die Begleichung seiner Schulden zu verhandeln. Im Oktober 2008 wurde Franjo Poth zur Zahlung von 1,8 Millionen Euro an die Commerzbank verurteilt, die er privat verbürgt hatte. Obwohl er mit der Stadtsparkasse Düsseldorf einen Vergleich aushandelte, musste er dieses Detail trotz der Verschwiegenheitsvereinbarung im Prozess preisgeben. Die schwierige finanzielle Situation hat dazu geführt, dass Franjo viele schlaflose Nächte hinter sich hat und sich Sorgen um die Zukunft und familiäre Verpflichtungen macht. Im Jahr 2014 übertrug Franjo die Namensrechte der Maxfield GmbH an ein auf die Produktion von Induktionsladestationen spezialisiertes Unternehmen. Allerdings musste auch dieses Unternehmen im Jahr 2017 Insolvenz anmelden, wodurch Franjo erneut mit Scheitern und Verlusten konfrontiert war. Im Juli 2015 gab der Insolvenzverwalter am Ende des Verfahrens bekannt, dass die Schulden in Höhe von 19,6 Millionen Euro nur durch 2,4 Millionen Euro auffindbares Kapital gedeckt seien, wodurch die Gläubiger mindestens 90,9% ihres Geldes verloren hätten. Auch im Alter von 55 Jahren wünscht sich Franjo Poth immer noch sein eigenes Glück. Seine Frau Verona sorgte sich stets um die Gesundheit ihres Mannes und stand ihm in den schwierigsten Momenten zur Seite. Veronas Fürsorge und Liebe für Franjo wurden zu einer großen Quelle der Ermutigung und halfen ihm, die Schmerzen und Herausforderungen des Lebens zu überwinden. Die Liebe und Opferbereitschaft Veronas haben dazu geführt, dass viele Menschen die Stadt bewundern und sie als Symbol wahrer und dauerhafter Liebe betrachten. Franjo Poths Leben ist eine Reihe von Höhen und Tiefen und Herausforderungen. Obwohl er viele Schmerzen und Schwierigkeiten durchmachte, hoffte und suchte er weiterhin nach seinem eigenen Glück. Franjos Geschichte ist ein Beweis für die Kraft der Entschlossenheit und Liebe, eine Inspiration für diejenigen, die mit Schwierigkeiten im Leben konfrontiert sind. Trotz vieler Höhen und Tiefen gab Franjo Poth die Hoffnung auf ein besseres Leben nie auf. Die schwierigen Jahre haben ihn zu einem widerstandsfähigen Mann ausgebildet, der die wahren Werte des Lebens zu schätzen weiß. An seiner Seite ist Verona Feldbusch stets seine hingebungsvolle und unterstützende Frau, die ihm hilft, alle Herausforderungen zu meistern. Nachdem seine Firma Maxfield GmbH in Konkurs ging, sah sich Franjo nicht nur mit finanziellen Problemen konfrontiert, sondern auch mit einem Vertrauensverlust bei nahestehenden Personen und Geschäftspartnern. Er unternahm jedoch unermüdliche Anstrengungen, um die Situation zu meistern, obwohl er wusste, dass der Weg, der vor ihm lag, immer noch sehr schwierig war. Während dieser Zeit stand Verona immer an der Seite ihres Mannes und half ihm, den Glauben und die Motivation wiederzugewinnen, weiterzukämpfen. Franjo Poths Leben nach seinen Misserfolgen war nicht einfach. Er erlebte lange Nächte voller Angst und Momente der Verzweiflung, aber es war die Liebe und Unterstützung aus Verona, die ihn am Laufen hielt. Ihre Liebe wurde mit jeder Prüfung stärker und sie bewiesen,
dass wahre Liebe alle Schwierigkeiten überwinden kann. Obwohl das aktuelle Leben noch viele Herausforderungen mit sich bringt, hört Franjo nie auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Er versuchte, seine berufliche Richtung zu ändern und neu anzufangen, wobei er Erfahrungen und Lehren aus früheren Misserfolgen nutzte, um sein Leben neu aufzubauen. Franjos belastbarer Geist und Optimismus haben viele Menschen inspiriert, insbesondere diejenigen, die im Leben mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Auch im Alter von 55 Jahren ist Franjo Poth immer noch auf der Suche nach seinem eigenen Glück und Frieden. Verona war mit unermüdlicher Liebe und Fürsorge immer an seiner Seite und teilte seine Freuden und Sorgen. Ihre Liebe ist nicht nur für Franjo eine große Quelle der Ermutigung, sondern auch für viele andere Paare ein Symbol für Ausdauer und Hoffnung. Franjo Poths Leben mit seinem Schmerz und seinen verborgenen Geheimnissen ist eine inspirierende Geschichte von Widerstandskraft und Liebe. Er bewies, dass Menschen, egal wie schwierig das Leben ist, alle Herausforderungen meistern und wahres Glück finden können, solange Glaube und Liebe machen Sie sich auch ein Stück weit unabhängig vom Urteil anderer. Zum anderen können Schüler erfahren, was sie noch nicht können. Sie können damit ihr Entwicklungspotenzial finden und gezielt überlegen, was mögliche neue Lernaufgaben sein können. Damit Schüler diese Entwicklungsaufgaben annehmen, ist der erste Schritt, ihre eigenen Stärken zu sehen und wertzuschätzen, elementar. Sich selbst als kompetent wahrzunehmen, ist Voraussetzung dafür, sich neuen Aufgaben stellen zu können. Die eigenen Stärken müssen dabei zunächst einmal noch nicht unmittelbar mit der eigentlichen Lernaufgabe verknüpft sein, sondern können auch ganz anders gelagert sein. Ein Beispiel: Im Chemieunterricht soll ein Experiment durchgeführt werden. Ein Schüler beteiligt sich nicht, da er das Gefühl hat, das Thema nicht verstanden zu haben. Ist sich der Schüler dessen bewusst, dass eine seiner Stärken das genaue Abmessen ist? Er ist der Kuchenbäcker in der Familie und bekommt schwierige Kuchen auch deshalb hin, weil er Rezepte ganz präzise durchführt, kann er bei diesem Experiment diese Stärke der Genauigkeit einbringen. Das Experiment mit den anderen in der Gruppe gut auszuwerten und daraus zu lernen, fällt ihm dann möglicherweise leichter. Sollen Schüler ihr Lernen im Unterricht reflektieren, ist es wichtig, dass sie wissen, worüber sie konkret nachdenken sollen. Dazu brauchen Sie zunächst Ziele. Sie müssen wissen, was Sie genau an einem Thema, einem Gegenstand lernen sollen. Themen umfassen häufig vielfältige Aspekte, die daran gelernt werden können. Wenn Schüler das genaue Ziel der Lernreise nicht kennen, ist es für sie schwer, ihren eigenen Lernweg im Fokus zu behalten. Zurück zum Beispiel. Mit diesem Experiment kann das Ziel verfolgt werden, dass die Schüler Sicherheit im Umgang mit der Methode, mit der dieses Experiment durchgeführt wird, erwerben. Es kann aber auch das Ziel sein, dass es um die korrekte Dokumentation des Experimentes geht. Ein drittes mögliches Ziel kann sein, das Ergebnis schlüssig zu interpretieren. Kennen die Schüler das konkrete Lernziel, das mit diesem Experiment verbunden ist, können Sie hinterher genauer schauen, was Ihnen hinsichtlich des Ziels schon gelungen ist und was vielleicht noch nicht. Um das Ziel genau zu verstehen, sind Kriterien nötig, die darstellen, welche Merkmale dieses Ziel hat. Diese Merkmale bilden quasi die Überschriften für eine Checkliste.